Warum tust du das alles? Nicht, warum lebst du überhaupt, warum vegetierst du vor dich hin, sondern wenn du Ziele hast im Leben, warum hast du sie dir gesetzt? Warum hast du dir einen Plan gemacht? Warum versuchst du, ihn Tag für Tag umzusetzen? Warum willst du besser werden? Warum willst du etwas aus dir machen? Was ist deine größte Motivation? Ist es die Sehnsucht nach Glück? Ist es der Wille, geliebt zu werden? Nein, es ist die Angst vor dem Tod. Das sagt zumindest der Sozialpsychologe Ernest Becker in seinem Buch Die Überwindung der Todesfurcht. Die Angst vor dem Tod ist es, die uns am meisten antreibt. Dass wir Angst davor haben zu sterben, beeinflusst alles, was wir tagtäglich tun. Ich weiß nicht, ob man mit 5600 Abonnenten schon Shoutouts machen darf, aber ich mache einfach mal einen, und zwar für MolchLurchTV, ein toller Kanal, der wahrscheinlich bald mehr Abonnenten haben wird als meiner, weil er aktuelle Videos und auch über Moritz Neumeier macht. Also MolchLurchTV abonnieren. Herzlichen Glückwunsch, Konfettibombe. Hallo und herzlich willkommen bei KaiserTV. Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Die Sprache, die Vernunft, der aufrechte Gang, der gegenübergestellte Daumen. Nichts von alledem ist so wesentlich für den Unterschied zwischen uns und einem Blauwal wie die Tatsache, dass wir uns unserer eigenen Sterblichkeit bewusst sind. Wir wissen, dass wir sterben werden. Und das löst natürlich Ängste aus, die so lähmend sein können, dass man seine Sterblichkeit unterdrücken oder leugnen muss, um richtig funktionieren zu können. Habt ihr so viel Angst vor der Wahrheit? Die Vorstellung des Todes, die Angst davor, verfolgt das menschliche Tier wie nichts anderes. Sie ist eine Triebfeder menschlichen Handelns, eine Tätigkeit, die weitgehend darauf ausgerichtet ist, den Tod zu vermeiden, ihn zu überwinden, indem sie in irgendeiner Weise leugnet, dass er das endgültige Schicksal der Menschen ist. Warum aber ist es so schrecklich, dass man weiß, dass man sterben wird? Vorher, vor der Geburt, war man doch auch nichts. Und das findet man ja auch nicht schrecklich. Aber nach dem Leben einzugehen in das ewige Nichts, in die tiefste Dunkelheit und in das Vergessen. Ja, schon Epikur hat gesagt, der Tod, das schrecklichste aller Übel, sei für uns ein Nichts. Solange wir da sind, ist er nicht da. Und wenn er nicht da ist, sind wir nicht mehr da. Folglich betrifft er weder die Lebenden noch die Gestorbenen. Denn wo jene sind, ist er nicht. Und diese sind ja überhaupt nicht mehr da. Warum machen wir uns dann überhaupt Sorgen? Wo liegt der Schrecken? Das ist der Schrecken. Aus dem Nichts aufgetaucht zu sein, einen Namen zu haben, ein Bewusstsein des Selbst, tiefe innere Gefühle und eine unerträgliche innere Sehnsucht nach Leben und Selbstausdruck. Und mit all dem, trotzdem, zu sterben. Es scheint alles wie ein Scherz zu sein. Welche Art von Gottheit würde solch ein komplexes und ausgefallenes Futter für Würmer erschaffen? Wurmfutter sind wir. Komplex und ausgefallen zwar, aber doch nur Futter für die Würmer. Das bereitet schon einiges Unbehagen, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Es macht auch irgendwie schizophren. Ich bin so toll und so talentiert und so einzigartig und so originell. Und doch bin ich nur Futter für die Würmer. Der Mensch ist buchstäblich in zwei Teile gespalten, sagt Becker. Er ist sich seiner eigenen prächtigen Einzigartigkeit bewusst, indem er mit einer gewaltigen Majestät aus der Natur herausragt. Und doch geht er ein paar Meter zurück in den Boden, um blind und stumm zu verrotten und für immer zu verschwinden. Wir müssen den Tod also leugnen. Wir können ihm nicht ins Gesicht sehen, in die Sonne schauen, wie es der Psychiater Irving Yalom ausgedrückt hat. In die Sonne schauen schmerzt. Und wie verleugnen wir den Tod? Eine Weise ist das Streben nach Heldentum, also die Teilnahme an Aktivitäten, die einen glauben lassen, Teil von etwas Größerem zu sein, als dem bloßen physischen Körper, Teil von etwas zu sein, das weiterleben wird von uns und uns so eine Art Unsterblichkeit verleiht. Schon die Geschichte der Weltliteratur beginnt mit einem Helden, Achilles, dem es darum geht, sich einen Namen zu machen mit seinen Heldentaten und dadurch unsterblich zu werden. Und im ersten großen Epos, dem Gilgamesch-Epos, geht es um die Frage,
wie der Mensch unsterblich werden kann. Dazu habe ich übrigens mal ein Video gemacht, das könnt ihr hier sehen. Klar, die großen Heldinnen und Helden der Weltliteratur, der Menschheitsgeschichte, die Künstler und die Musiker und die Schriftsteller, die erstreben diese Art von Unsterblichkeit durch die Schaffung eines monumentalen Werks. Das ist ihr Unsterblichkeitsprojekt. Man glaubt, dass das, was man tut, die Menschen noch lange nach dem eigenen Tod beschäftigen wird. Das ist natürlich eine Illusion, weil wir auch durch die größten Werke nie unsterblicher werden als ein Blauwal oder ein Schimpanse oder eine Eintagsfliege. Aber der große Held kann nicht ohne diese Illusion leben. Selbst wenn dir bewusst ist, dass all dein Tun, das Hinterherjagen nach einer Wahnvorstellung ist, kannst du niemals davon ablassen, weil in die Sonne zu schauen zu schmerzhaft wäre. Darum ist künstlerische Kreativität auch eng mit dem Wahnsinn verwandt. Ja, sie führt sogar häufig in den Wahnsinn. Der Weg zur Kreativität geht so nah am Irrenhaus vorbei und führt oft über Umwege dorthin oder endet dort. Die Frage ist nur, auf welchem Level der Illusion lebst du? Für Becker ist es die Frage des menschlichen Lebens. Was ist die beste Illusion, mit der wir leben? Was ist diejenige Wahnvorstellung, die am gerechtfertigsten ist? Becker unterscheidet nämlich zwischen mehreren Arten von Illusionen, zwischen religiösem, kulturellem, persönlichem und echtem Heldentum. Religiöses Heldentum verfolgt zum Beispiel ein Mönch oder ein Papst oder ein Selbstmordattentäter. Kulturelles Heldentum wäre sowas wie Beethoven, Antonio Gaudi, Velázquez, Gunnar Kaiser. Persönliches Heldentum zeigt sich dann darin, dass man nicht mehr die Marionette von anderen sein will. Nicht mehr nur passiv leben und leiden will, sondern sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen will. Es zeigt sich darin, dass man sein eigenes authentisches Talent findet und nur davon seinen Wert abhängig macht. Nun, welches Heldentum ist das Beste? Schließlich sind alle angesichts der Übermacht des Todes Wahnvorstellungen. Becker sagt, die Illusion ist die beste, die uns am meisten Freiheit, Würde und Hoffnung verleiht. Aber wie macht das nun der Pöbel, wie macht das der normale Mensch? Wie streben die Massen mittelmäßiger Menschen nach Unsterblichkeit? Was ist ihr Unsterblichkeitsprojekt? Nicht jeder kann ein berühmter Held werden. Ernest Becker sagt, dass die Gesellschaft das Vehikel ist, in dem die große Mehrheit der Menschen ihren Drang nach Heldentum auslebt. In unserer Kultur jedenfalls, besonders in der Neuzeit, erscheint uns das Heldentum zu groß oder wir zu klein dafür. Sag einem jungen Mann, dass er das Recht hat, ein Held zu sein, und er wird erröten. Wir tarnen unseren Kampf, indem wir Zahlen auf dem Konto anhäufen, um privat unseren heldenhaften Wert wiederzuspiegeln. Oder indem man nur ein wenig besseres Zuhause in der Nachbarschaft hat, ein größeres Auto, klügere Kinder. Aber darunter pulsiert der Schmerz der kosmischen Besonderheit, egal wie sehr wir ihn maskieren. Also mit anderen Worten, die meisten Menschen leugnen den Tod, indem sie sich vollständig in ihre Rolle vertiefen und nach dem streben, was die Gesellschaft für wünschenswert hält. Geld, Ruhm, Status. Das heißt, auch deine Ziele, deine Pläne, dein ganzes Handeln ist nur eine Form, dich vor dem Tod zu drücken. Die Gesellschaft nennt Becker ein kodifiziertes Heldensystem. Die Gesellschaft ist für uns ein lebendiger Mythos von der Bedeutung des menschlichen Lebens, eine trotzige Sinnschöpfung. Weil wir eine Gesellschaft haben, weil wir in ihr leben, weil wir sie uns als etwas vorstellen, das handelt und um uns ist, können wir der Begegnung mit dem Tod entgehen. Margaret Thatcher hat ja mal gesagt, die Gesellschaft gibt es eigentlich gar nicht, es gibt nur Individuen. Die Gesellschaft ist ein Konstrukt, mit dem man alles rechtfertigen kann. Wir müssen die und die Gesetze erlassen, weil es die Gesellschaft so will. Die Gesellschaft soll irgendwie gerecht sein, sie soll sich weiterentwickeln und so weiter. Wir schützen die Gesellschaft vor, anstatt von einzelnen Menschen zu reden. Wer sich zum Beispiel engagiert, der sagt ganz oft, ich will etwas für die Gesellschaft tun. Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben.
Ich diene einem höheren Zweck. Eklig, eklig, einfach nur eklig. Jeder menschliche Sklave nickt dem anderen zu, sagt Ernest Becker. Jeder erlangt sein Selbstwertgefühl dadurch, dass er dem unhinterfragten Guten dient. Ja, warum aber wollen wir das so sehr? Warum wollen wir es unbedingt so sehen? Die Gesellschaft ist uns deswegen so wichtig, weil wir uns in ihr aufgehoben fühlen können. In unserer sozialen Rolle und in der Bedeutung, die wir dadurch erlangen. Vater zu sein, Firmenchefin zu sein, Feuerwehrmann zu sein, politisch engagiert, ein Ehrenamt bekleiden. Das sind alles nur soziale Rollen, die uns sagen, dass wir etwas wert sind, wodurch wir den Tod weiterhin verleugnen können. Wir identifizieren uns mit einem Kollektiv, mit einer Sippe. Mit einer Religion, mit einer Kultur, mit einer Community, einer Partei, einer Nation. Jede identitäre Bewegung sucht gewissermaßen nach einer Identität innerhalb dieses Kollektivs, ist dabei aber eben nur eine Form, der Furcht vor dem Tod zu entgehen. Becker erklärt nicht nur, wie Menschen den Tod verleugnen, sondern er erklärt auch, warum es so wichtig ist, das zu tun. Becker behauptet, dass die Leugnung des Todes und der damit verbundene Drang nach Heldentum so wesentlich für die menschliche Existenz ist, weil wir andernfalls Stress, Angst und Depression erleben, was uns lähmen würde und uns möglicherweise sogar in den Wahnsinn treiben kann. Depressionen zum Beispiel rühren daher, dass wir merken, dass unser persönliches Unsterblichkeitsprojekt im Begriff ist zu scheitern. Und das alles, weil irgend so ein 70-Jähriger meint, nach einer Woche immer noch Silvester feiern zu müssen. Weiß ich auch nicht, was das soll. Was macht uns seelisch krank? Was treibt uns in den Wahnsinn? Nach dem Psychologen Alfred Adler ist es das Minderwertigkeitsgefühl oder ein niedriges Selbstwertgefühl. Aber wann hat der Mensch die meisten Probleme mit seinem Selbstwertgefühl? Gerade wenn die heroische Transzendenz seines Schicksals am meisten in Frage steht. Wenn er an seiner eigenen Unsterblichkeit, dem bleibenden Wert seines Lebens zweifelt. Wenn er nicht überzeugt ist, dass sein Leben wirklich kosmischen Unterschied macht. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man sagen, dass psychische Erkrankungen Formen der Verleugnung von Kreatürlichkeit darstellen. Das ist aber noch kein Grund, sich über sowas lustig zu machen, wenn Sie das nicht verstanden haben. Unter uns, auch ich habe da Schwierigkeiten. Deswegen gibt einigen Menschen auch das Rückerobern der Heimat einen Sinn im Leben. Und die Migrationskrise zum Beispiel kann als Hintergrund dienen, vor dem man in eine kollektive Identität flüchten oder in ihr aufgehen kann, die einem vorher gar nicht so wichtig gewesen ist. Politisches Engagement, sozialistisches, nationalsozialistisches, aber auch Engagement im Sinne einer identitären Bewegung oder auch im Sinne der Freiheit. Anarchistisches Engagement, das alles ist ein Weg, dem Tod nicht ins Auge sehen zu müssen. Heldentum oder das Aufgehen in einem größeren Ganzen geben uns also Bedeutung in diesem sinnlosen, leidenvollen, sehr kurzen Leben. Sie steigern unser Selbstwertgefühl und schützen uns dadurch vor psychischen Krankheiten. I'm just trying to work that out. I mean, Lobster. Das Interessante dabei ist, dass sich beides ergänzt. Die einen wollen große Helden werden und von der Masse beachtet, sodass sie sich bei ihr auch einen Namen machen über den Tod hinaus. Darunter sind dann zum Beispiel Sektenführer oder Firmenchefs oder YouTube-Stars oder auch große Feldherren, Staatsführer, Könige und Kaiser, die sich dann Denkmäler errichten lassen. Wie vermessen ist das denn bitte? Und die anderen möchten in diesem Kollektiv aufgehen. Sie erhalten Bedeutung dadurch, dass das Kollektiv von dem großen Führer angeführt wird. Und so entstehen dann gesellschaftliche Bewegungen und Reiche und Diktaturen, einfach nur, weil wir uns nicht eingestehen können, dass wir endlich sind und dass unser Leben ohne Bedeutung ist. Nun, zum Schluss gibt es noch das wahre, das genuine Heldentum. Religiöses Heldentum ist uns im Westen
kaum noch möglich, weil Gott eben tot ist. Kulturelles Heldentum führt zu Kollektivismus und zu Entindividualisierung. Und persönliches Heldentum ist sowieso zum Scheitern verurteilt. Einige wenige Menschen aber haben die Stärke und den Mut, wahres Heldentum zu erlangen. Es gelingt ihnen, das Leben so zu nehmen, wie es ist, im Angesicht der Wahrheit und des Schreckens, der grotesken Absurdität des Daseins, angesichts des Todes. Was super krass ist, darüber wollen wir gar nicht reden. Der wahre Held lebt mit einer Haltung der Resignation, das heißt, er gibt sich nicht naiv einer Illusion hin. Es ist auch keine pessimistische Verleugnung des Lebens, sondern eine realistische Einstellung dazu, dass der Mensch unglaublich klein und bedeutungslos angesichts des riesigen Kosmos ist. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, schreibt irgendwas in die Kommentare. Liest ja eh kein Mensch. Gebt einen Daumen nach oben und seht dem Tod ins Auge, indem ihr zum Beispiel mein Unsterblichkeitsprojekt unterstützt. Links zu PayPal, Bitcoin und Patreon sind in der Beschreibung. Am Donnerstag kommt mein Video über Tierethik und über Peter Singer. Und dann sehen wir uns wieder. Habt einen wundervollen Tag.